Ja, dann auch offiziell herzlich willkommen zum zweiten Teil des heutigen Pressegesprächs. Sven Mender und Ryan Malone sind zu uns gekommen. Danke dafür. Und ich würde dann mal vielleicht Ryan als Ersten bitten, ein kurzes Fazit zum Spiel zu ziehen. Ja, es war ein sehr intensives Spiel heute. Das Gegner hatten uns richtig gut Gegenpressing gemacht und die haben viele Passwege zugemacht in der ersten Halbzeit. Und deswegen werden ja viele Passfehler gemacht in der ersten Halbzeit. Aber ich glaube, dass wie wir zurückbekommen oder zurückgekommen bin in der zweiten Halbzeit, ich glaube, das ist richtig, richtig gut von uns und das zeigt unser Charakter jetzt im Moment. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir dran glauben bis zum Ende des Spiels. Und ja, ich glaube, das ist ein verdienter Punkt, aber ja, wie gesagt, sehr intensives Spiel und ja, ich bin ja leider keine 3 Punkte, aber ich bin zufrieden mit dem Punkt auf jeden Fall. Ja, Sven, wie fällt dein Fazit aus? Ja, Ryan hat schon eigentlich alles gesagt. In der ersten Halbzeit haben wir zu leichte Gegentore bekommen. Wir sind dennoch immer zurückgekommen und haben auch das 1-1 geschossen und hatten das 2-1 auf dem Fuß. Und im Gegenzug kriegst du dann noch das 2-1 gegen sich. Und ja, wie gesagt, dann gehen wir mit einem 2-1, gehen wir dann in die Halbzeit und kommen dann zweite Halbzeit nochmal zurück und hatten noch eine Riesenchance durch Tommy Krupe mit dem Kopfball, der gegen den Pfosten gegangen ist. Dann hättest du das Spiel vielleicht eventuell noch in der zweiten Halbzeit gedreht. Aber so hast du jetzt einen Punkt und ja, wir müssen weitermachen. In 2 Wochen geht es gegen Bayern 2 weiter. Es wird ein ähnliches Spiel. Die haben ähnliche gute Einzelspieler und ja. Ja, dann Fragen von eurer Seite, Volker, Bodo. Volker? Ja, moin in die Runde. Jetzt steht die Länderspielpause an. Wie wichtig könnte die sein, um jetzt nochmal neue Kräfte zu bündeln? 9 Spiele stehen noch an. Die Konkurrenz hat ja heute gepunktet. Also wie wichtig kann das jetzt nochmal sein, nochmal die Kräfte zu bündeln? Frage gerne auch an beide. Ja, ich finde, es könnte sehr wichtig sein, den Kopf nochmal frei bekommen und nochmal die Kräfte sammeln und die letzten 9 Spiele jetzt alles nochmal reinhauen, was geht und versuchen, jedes Spiel 3 Punkte zu holen. Von der Leidenschaft her war es heute auch wieder richtig gut und man hat gesehen, nach dem Rückstand hat die Mannschaft trotzdem Moral gezeigt und wir haben trotzdem weiter vorne, nach vorne Fußball gespielt. Ryan, willst du auch noch was zu sagen? Spiel umgeschlagen. Ja, Männer hat schon, ja, ich glaube, alles gesagt, aber ja, in den nächsten 9 Spielen müssen wir so viele Punkte holen wie möglich. Das ist auch, was wichtig ist. Wir haben am Anfang der Saison einen Marathon vor uns und jetzt sind wir in den letzten 100 Metern, müssen wir in Vollsprint alles reinhauen, alles Gas geben und ja, bis zum Ende der Saison alles geben. Volker, noch Anschlussfrage? Nein, er ist nicht. Sorry, Hand war noch oben. Ja, alles gut, alles gut. Bodo, von deiner Seite noch was? Sieht nicht so aus. Dann ist das schnell beendet. Dann sage ich euch Danke.